Was ihr jetzt seht, ist die Geschichte von den Heiligen Drei Königen und das, was eigentlich passiert ist. Denn bevor Kaspar, Melchior und Balthasar dem Christkind ihre Geschenke überreichen konnten, mussten sie einen langen Weg zurücklegen. Dass es da auch mal zu Streitigkeiten kommen kann, sollte uns allen klar sein. Doch wir haben die Heiligen Drei Könige diese Streitigkeiten vor über 2000 Jahren beseitigt. Und würde das auch heute noch so funktionieren? Eine Geschichte. Hey Freunde, warum? Ich hab keinen Bock mehr. Wir sind die drei Könige, warum laufen wir so weit und durch den Schweinestall? Was soll das? Also fürs Christkind kann man schon mal ein bisschen laufen, würde ich sagen, ja? Und ich sag's mal so, hätte ich jetzt so ein mieses Geschenk wie du, hätte ich auch nicht so Bock zu laufen. Ich meine, nur... Du kannst auch gerade deine Klappe halten mit deinem Weihrauch hier. Oder Gold ist es Ware. Die Gold kannst du dir beides davon kaufen. Ist das euer Ernst oder was? Wollt ihr Stress oder wie, ja? Was? Nee, wollen wir das wie echte Männer regeln? Okay, wir regeln das wie echte Männer regeln. Schere, Stein, Rock Battle! Ja, ich packe meine Sachen und wir machen uns auf den Weg. Wir müssen uns beeilen, es ist sicher schon zu spät. Schon seit Tagen in der Wüste, bis keiner mehr kann. Sind den weiten Weg gekommen aus dem Morgenland. Das ist Epiphanias, mein Geschenk, das ist wirklich viel zu krass. Wer braucht schon Gold oder Weihrauch? Ja, das ist doch irre. Deshalb bring ich diesem Kindlein meine Myrrhe. Alle fragen sich, wer ist denn hier der krasseste im Raum? Balthasar, Melchior, vielleicht in ihrem Traum. Ja, dann dropp ich meine Bars und allen wird klar. Es gibt nur einen, der das kann und das ist Kaspar. Und das ist Epiphanias, mein Geschenk, das ist wirklich viel zu krass. Wer braucht schon Gold oder Weihrauch? Ja, das ist doch irre. Deshalb bring ich diesem Kindlein meine Myrrhe. In so filigraner Manier tauch ich auf und balancier meine Schritte Richtung Krippe mit dem ganzen Golde hier. Bringe mit, was sie niemals haben, aber wollen. Schau mich an, alles Gold, ich kauf alles und kann prollen. Ich wasche keine Wäsche, nein, ich wasche nur Gold. Steuer bezahlt, Ware verzollt. Weihrauch oder Myrrhe ist doch Gülle, ihr wollt. Gold, 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 Gold. Geld alleine hilft nicht gegen meine Plagen. Doch ich weine lieber in einem teuren Wagen. Bin König und kein Turner, doch ich schwing den Barren. Komm mir nicht zu nah, ich fahr dir an den Karren. Wasche keine Wäsche, nein, ich wasche nur Gold. Steuer bezahlt, Ware verzollt. Weihrauch oder Myrrhe ist doch Gülle, ihr wollt. Gold, 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 Gold. Ja, ich bringe Weihrauch, richtig guter Stoff. Gewachsen in den Bergen, dort oben, dort am Schopf. Ich garantiere euch, das Zeug knallt, macht munter. Pack es in ne Pfeife, inhalier es einfach runter. Und ich sag's euch auch, noch in 100 Jahren reden Leute über Gaben von Balthasar. Bist du geschenkt, na klar, ich bin Balthasar. Und eigentlich sogar König Balthasar. Okay, es gibt da vielleicht noch ein kleines Problem. Und zwar, das Kind ist ja noch klein, das habe ich vorhin erst gesehen. Also doch nicht inhalieren, nehmt es lieber so als Duftkerzen. Kraut riecht richtig gut und die Krippe riecht nach Zimtherzen. Und ich sag's euch auch, noch in 100 Jahren reden Leute über Gaben von Balthasar. Bist du geschenkt, na klar, ich bin Balthasar. Und eigentlich sogar König Balthasar. So schafften es die Heiligen Drei Könige, ihren Streit beizulegen und erfanden ganz nebenbei noch vor allen anderen das Rap-Battle. Was meint ihr, wer gewonnen hat? Schreibt eure Meinung gerne unter dieses Video. Wer weiß, vielleicht gibt es dann ein Part 2.